weiß jetzt, ein Publikum, was über 4 Referate die Fragen hat zurückhalten müssen, das kocht sicherlich über vor Fragen. Deshalb werde ich jetzt der Versuchung widerstehen, die vielen Fragen, die ich auf der Zunge habe, zu stellen, sondern werde erstmal ins Publikum die Möglichkeit geben, welche Fragen haben Sie an die Referenten, welchen Kommentar haben Sie zur Diskussion? Pavel Richter von Wikimedia. Ja, vielen Dank. Ich möchte eine Lanze brechen, oder ich möchte ein Scheinargument kritisieren. Wir alle, das zog sich jetzt durch die Vorträge, sind sofort einverstanden, was die private Nutzung angeht, was die wissenschaftliche, weitere kulturelle Nutzung angeht. All das wird großzügig ermöglicht. Und dann heißt es immer, ja, aber bei der sogenannten kommerziellen Nutzung, da müsse es ja eine Grenze geben. Ich möchte eine Lanze brechen und ein Argument vorbringen, warum ich das für falsch halte. Und ganz kurz möchte ich dazu einfügen, dass das Projekt, das Wikimedia Deutschland zum großen Teil unterstützt, nämlich die Wikipedia, tatsächlich genauso funktioniert. Alle Inhalte dort sind frei im Sinne von auch frei kommerziell nutzbar. Es gibt also ein sehr großes Beispiel, dass das funktioniert. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass die Nutzung, die Erlaubnis, die Ermöglichung kommerzieller Nutzung Zugang ermöglicht. Denn wir reden ja hier nicht über einen Milliardenmarkt an Bildbänden und DVDs, an denen sich jemand eine goldene Nase verdient, sondern wir reden hier darüber, dass Menschen ein Produkt, das es bisher noch nicht gibt, auf den Markt bringen wollen, um Zugang zu kulturellem Erbe, Zugang zu kulturellen Leistungen zu ermöglichen. Sie tun das durchaus mit einem eigenen Nutz. Sie wollen damit also Geld verdienen, aber sie schaffen einen zusätzlichen Zugang, den Museen nicht oder offensichtlich nicht ausreichend bieten. Denn wenn sie ihn denn bieten würden, dann hätte ich ja keinen kommerziellen Erfolg. Das heißt, in dem Moment, in dem ich ein Geschäftsmodell habe, das es bisher noch nicht gibt, verdiene ich damit Geld, aber ich ermögliche Zugang. Deswegen ist die Möglichkeit zur kommerziellen Nutzung eine Möglichkeit, Zugang zu gestalten. Und jetzt hat Herr Tschichowski die Frage gestellt, wie partizipiert denn die Öffentlichkeit daran, dass jemand Geld verdient mit öffentlichen Gütern? Nun, diese Frage haben wir vor langer Zeit beantwortet und haben Steuern eingeführt. Denn wenn ich kommerziell erfolgreich ein Produkt, das auf öffentlichen Gütern basiert, vertreibe, dann mache ich damit Umsatz und zahle Steuern. Und genau daran partizipiere ich. Ich plädiere also dafür, dass Museen und kulturelle Institutionen nicht probieren, über Sondergebühren die kommerzielle Nutzung abzuschöpfen oder gar zu verhindern, sondern dass es dafür einen bereits gut etablierten gesellschaftlichen Standard gibt. Das heißt, jemand darf öffentliche Güter nutzen und wenn er das kommerziell erfolgreich tut, zahlt er dafür Steuern. Und warum das in so vielen Bereichen funktioniert, nur im kulturellen Sektor nicht, das ist die Frage, die ich anschließen möchte. Herr Tschichowski, Sie sind direkt angesprochen worden. Zunächst mal zu Ihrem Eingangsbeispiel, das aus meiner Sicht hinkt, was Wikipedia angeht, wenn ich das jetzt mit unserem Beispiel vergleiche, mit der Stiftung. Wikipedia ist in Anführungsstrichen auf der grünen Wiese mit relativ wenig Investitionskosten in Brick and Mortar, wie das immer so schön heißt, hingestellt worden. Die von mir genannten Summen von 765 Millionen Euro, die wollen halt erstmal irgendwo herkommen. Und zwar von uns allen. Also insofern finde ich das ein bisschen schwierig zu vergleichen, ein rein immaterielles Projekt mit einem materiellen Erhaltungsprojekt. Ich glaube, da beißt es sich schon. Und dann zu Ihrem zweiten eigentlichen Punkt. Ehrlich gesagt überzeugt mich das überhaupt nicht, denn Steuern zahlen wir alle auf das, was wir erwirtschaften, für unsere eigene Erwirtschaftung, je nachdem, ob wir angestellt sind oder als Unternehmen tätig. Und damit jetzt sozusagen zu argumentieren, dass eine Institution einer Privatperson etwas freigeben muss, damit der wieder Steuern zahlen kann, wird nie dann dazu kommen, dass das zurückfließt, was an wirklichem Wert, was man natürlich wahnsinnig schwer messen kann, dort produziert wurde. Also insofern überzeugt mich das auch nicht, zumal ich das sozusagen die Voraussetzungen, die Sie aufstellen, auch nicht teile.
dass das automatisch ein wirtschaftlicher Wert da sei, weil es offenbar ja einen Markt gäbe. Also haben ja gesagt, die Stiftung würde das nicht decken, weil es ja offenbar verkauft würde. Ja, in dem konkreten Fall ging es um ein illegales Feuerwerk über Sanssouci. Also wir hätten es dann wahrscheinlich irgendwann gedeckt, wenn in der Tagesschau wieder mal so ein Bericht gekommen wäre wie über der Anna-Amalie-Bibliothek. Es war schlichtweg nicht erlaubt. Und das war wahrscheinlich ein gewisses Interesse, was die Öffentlichkeit daran hatte. Das kann ich mir schon vorstellen. Also das, auch da hakt es, finde ich. Also mich haben sie nicht überzeugt, aber vielleicht haben die anderen noch andere Argumente. Ich habe diese Unterscheidung, ehrlich gesagt, zwischen kommerzieller und nicht kommerzieller Nutzung nie verstanden. Kulturelles Leben baut auf der schöpferischen Leistung von allen Kulturschaffenden auf. Wenn wir die Urheberrechtsinhaber oder die Rechteinhaber vergleichen, dann sind sie natürlich kommerziell tätig, wenn sie urheberrechtlich geschützte Werke schaffen. Und es wird daran aufgebaut. Sie haben auch das Beispiel der DVD genannt, die in dem Park produziert wird, meinetwegen eine Dokumentation über den Park Sanssouci. Da machen Sie jetzt die Unterscheidung, ob das von Dreisat gemacht wird oder von Sat.1. Beides ist Presse. Die einen sind durch Rundfunkgebühren finanziert. Sie sind beide kommerziell. Ja. Also beide müssen bei einer Dokumentation über den Park Sanssouci, der in der Primetime abends kommt, die entsprechend doch nicht zahlen. Nein. Wer zahlt jetzt? Vielleicht kurz zur Aufklärung, weil das einfach nur ein Missverständnis, glaube ich, ist. Also es geht schlicht und ergreifend darum, ob es einen aktuellen Anlass zum Beispiel gibt, aktuelle Berichterstattung oder eine solche Präsentation, die möglicherweise dann auch zur Werbung zwecken der Stiftung dient, das kann ja durchaus sein. Das ist alles freigestellt. Wenn es aber nur, wenn es auch darum geht, dass damit Gewinn erwirtschaftet wird, und das mag dann durchaus auch mal eine darüber hinaus vertriebene DVD sein, dann, wenn da sozusagen unmittelbarer Rückfluss ist, dann wird es kommerziell. Okay, und das ist genau der Punkt, den ich daran nie verstanden habe. Man kann nicht beurteilen, ob mit etwas Gewinn gemacht wird oder nicht. Ist es für Ihr Beispiel, wenn eine Stiftung Jüdisches Museum zur Werbung in den Park Sanssouci will und dort die Hofjuden darstellen will, die am König, am Hofe Friedrichs II. Gegebenenfalls waren, und das in einer großen Plakataktion macht, wir nehmen Eintritt, wir vertreiben Verlagsprodukte, damit nehmen wir Geld ein. Das dient, wie bei allen anderen auch, zu einem Teil der Deckung der Kosten, die wir haben. Wenn wir einen erfolgreichen Katalog haben, dann verdienen wir damit sogar ein bisschen mehr, als wir an finanziellen Mitteln reinstecken. Ist das kommerziell, nicht kommerziell? Also nach Ihren Kriterien, die Sie gerade aufgeworfen haben. Es gibt da keine trennscharfe Abgrenzung. Wir haben diese konkreten Fälle gehabt. Das ist sicherlich in einem Fall, den man im Einzelfall immer wieder diskutieren muss. Ich will nur noch einen Satz zu Ihrem ersten Argument sagen, dass das bei den Urhebern ja auch so ist. Ja, aber das ist ein Missverständnis, was sich durch diese ganze Diskussion seit Jahren zieht. Das Urheberrecht baut natürlich darauf auf, dass es nachschaffende Künstler gibt, und da hat das Urheberrecht eine sehr vernünftige Lösung für gefunden, die in den USA etwas anders geregelt wird, bei uns ist sie halt so geregelt worden, mit einer freien Benutzung. Natürlich ist eine freie Benutzung in Deutschland ohne Zustimmung des Urhebers möglich. Die Abgrenzung, und das ist im Grunde genommen genau die gleiche Abgrenzung wie kommerziell, nicht kommerziell, ist die Gretchenfrage des Urheberrechts. Da kann man in jedem Einzelfall so und so, solcher Meinung sein, aber die gibt es jedenfalls. Es gibt genau eine solche Trennlinie im Urheberrecht, da wird gesagt, bestimmte Dinge sind gestattet ohne Zustimmung des Urhebers, und zwar nachschaffendes, collageartiges Werk und so weiter. Bestimmte Dinge sind nicht mehr gestattet. Also was mich nicht überzeugt, ist zu sagen, weil wir ein Abgrenzungsproblem haben, können wir nicht abgrenzen. Ich bin dafür, dass wir abgrenzen und uns über diese Abgrenzung streiten, ja. Aber ich bin nicht dafür, dass wir sagen, wir hören die Abgrenzung auf, weil wir es nicht hinbekommen. Das, glaube ich, überzeugt mich nicht, aber das, eben gesagt, im Urheberrecht gibt es genau diese Lösung auch immer schon. Ich möchte kurz den Dialog hier wieder ins Publikum öffnen, auch wenn ich selbst zu der Frage der Abgrenzung noch die eine oder andere Frage hätte. Jens Best hat sich gemeldet.
wollte bei dem Punkt noch mal eine Sekunde bleiben. Herr Zikowski, Sie hatten gesagt, man soll die Logik zu Ende denken in Ihrem Vortrag. Jetzt hat Pavel Richter die Logik zu Ende gedacht und das passt Ihnen nicht mit dem total argumentativ starken Satz, Sie haben mich nicht überzeugt. Ich verstehe nicht ganz, wenn, es geht ja konkret, glaube ich, um Hochzeitsfotografie und ein paar Bildbandproduzenten. Das ist ja im Großen und Ganzen das, worum es bei Schlössern und Parks gehen könnte kommerziell. Jetzt ist es ja nicht so, dass Sie eine private Stiftung sind. Die Stiftung gehört den Ländern Berlin, Brandenburg und dem Bund. Und diese Länder und die Bundesrepublik Deutschland vertreten wiederum den Souverän. Und der sitzt hier im Raum und wundert sich. Und insofern, es ist jetzt nicht so, dass wir eine private Stiftung haben. Private Stiftungen müssen natürlich entscheiden, ob sie ihr Eigentum unter Creative Commons mit einer kommerziellen möglichen Nutzung bereitstellen. Das ist richtig. Jetzt vertreten Sie aber kein Privatunternehmen oder keine private Stiftung, sondern eine Stiftung, die den Bürgern dieses Landes im Endeffekt gehört. Insofern ist sämtliche Wertschöpfung auch eine kommerzielle, und das haben Sie in Ihrem Vortrag ausgelassen, eher damit mit dem Bildbandurteil von Köln zu vergleichen, in dem ganz klar festgehalten ist, dass wenn ich im öffentlichen Raum, zum Beispiel in Köln, Häuser fotografiere und daraus ein Bildband mache und das für 1980 verkaufe, dass kein Besitzer dieser Häuser kommen darf und von mir Geld verlangen darf. Obwohl ich natürlich, wenn ich für 1980 ein Bildband verkaufe, da auch Steuern abführen muss. Insofern ist hier also das Argument, ich kann das nochmal von was Herr Richter schon gesagt hat, nochmal wiederholen, und dann würde ich Sie bitten, doch mal zu begründen, wenn Sie das nicht überzeugt hat, warum der Rückfluss über Steuern, die ja auch Wirtschaftsunternehmen und Bildband- und Hochzeitsfotografen zahlen, denn da jetzt nicht ausreichen soll, und warum Sie denn unbedingt vorher bei Ihnen kommen und bitten und betteln müssen, ob das jetzt eine Ausnahmeregelung ist oder dafür zahlen müssen. Ich finde das so ein bisschen großherzöglich, das kommt vielleicht, wenn man irgendwie Schlösser und Parks verwaltet, dass Sie entscheiden, dass die einen das dürfen, weil ihnen das irgendwas bringt, Werbung und so, und die anderen dürfen das nicht, weil, nochmal, Sie sind keine private Stiftung, die Schlösser und Parks gehören in letzter Konsequenz dem Souverän, und der sollte damit auch machen können, was er will, auf der Ebene der Fotografie. Dass Sie natürlich beauftragt sind für die Instandhaltung, ist richtig, aber dafür bekommen Sie auch Geld. Wir sammeln jetzt noch etwas, eine Wortmeldung dort und dann Herr Zürer noch. Und Jürgen Becher, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Ich leite die Fotothek. Vielleicht zu dem Steuerargument eine kurze Sache. Dieses Steuerargument ist im Laufe der Diskussion, es war ja doch eine relativ lange Diskussion, hat die Stiftung, und Sie haben völlig recht, als öffentlicher Eigentümer, überhaupt das Recht, sich wie ein privater Eigentümer zu gebären, sozusagen. Das war ein, was Herr Tschischowski auch gesagt hatte, ein Grundparadigma dieser Auseinandersetzung. Und da wurde immer ins Feld geführt, wir zahlen alle Steuern. Wir sind, wie Sie sagen, ja souverän, und damit ist die Sache schon finanziert. Was ihr sozusagen als Museum macht für die Öffentlichkeit, ist euer Auftrag. Das ist richtig, das ist durchaus richtig. Aber es gibt, wie Herr Tschischowski schon sagte, bestimmte Fälle, wo wir damit eben argumentieren, dass wir sagen, genau wie er sagte, wenn jemand aus den Leistungen, die der Steuerzahler erbringt, und wir haben dieses Steuerzahler-Argument, was uns entgegengebracht wurde, einfach umgedreht und haben gesagt, okay, alle zahlen Steuern, die sind dafür da, um praktisch diese Anlagen zu restaurieren, zu sanieren. Die sind sehr teuer, hat Herr Tschischowski schon gesagt. Wenn jetzt jemand das kommerziell nutzt, und dazu sage ich auch gleich etwas dazu, und daraus wiederum sozusagen Mehrwert schöpft für sich, aber er zahlt natürlich auch Steuern. Aber diese Steuern, die kommen nicht den Schlössern und Gärten zur Geltung, sondern die gehen in die Allgemeinheit zurück. Uns geht es darum, dass wir sagen, dieses Geld, was eingenommen wird, geht zurück in die Sanierung und Restaurierung, und zwar direkt. Das ist sozusagen die Kette, wie wir argumentieren. Natürlich, da können wir uns wahrscheinlich die Beispiele hin und her werfen. Will ich gar nicht nochmal weiter ausführen. Deswegen, ich wollte Ihnen nur nochmal erklären, wie wir es eigentlich sehen. Das Zweite ist, natürlich ist es so, dass wir als Stiftung die Frage, kommerziell oder nicht kommerziell, merken wir in der Praxis, ist wirklich ein Abwägungsprozess. Wenn das Jüdische Museum zu uns kommt und macht eine große Plakataktion, eine Werbeaktion, dann wird das kostenfrei sein. Ich bin sowieso dafür, und das ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen,
dass die Museen und Kultureinrichtungen untereinander wohlgemerkt, sich auch noch berechnen. Das fände ich nicht gut. Aber es gibt die Richtlinien, die im Übrigen auf diese Beschlüsse der Kultusministerkonferenz zurückgehen von 1992. Auf diese Beschlüsse geht übrigens auch die aktuellen Richtlinien der Stiftung zurück. Die binden uns da letztendlich auch die Hände. Es gibt ja auch sowas wie bestimmte Gleichbehandlungsgrundsätze und so weiter und so fort. Wenn jetzt aber zum Beispiel jemand kommerziell Werbung macht damit, warum sollen wir dafür nicht Einnahmen erzielen? Ne? Wenn ein privater Baumarkt zum Beispiel, haben wir auch den Fall. Gut. Ja, zu dem Kölner Urteil kann ich das wirklich nicht sagen, ist mir auch gar nicht bekannt. Also ich kenne das Tegel-Urteil und das Friesen-Urteil. Und bei uns geht es im Übrigen nicht um Dinge, die man von außen betrachten kann, sondern um die Parks. Und das wurde sozusagen auseinandergenommen in dem Gerichtsurteil, um die Zugänglichkeit von Parks, die da ist, aber trotzdem sind es keine öffentlichen Parks. Das sind sie leider nicht. Es gibt jetzt noch, Syron hat sich gemeldet, dann Dietmar Preisler und dann machen wir mal Schluss, weil ich finde, auch hier auf dem Sofa sollte nochmal geantwortet werden und nicht nur Herr Tschikowski, sondern auch alle anderen, die hier sitzen. Aber jetzt zunächst Herr Syron und dann Dietmar Preisler. Ja, ich möchte auch ein kleines Märchen erzählen. Ich glaube, es war im Frühjahr dieses Jahr, dass ein Museum, ich bin halt Wikipedia-Autor und meine Berichte kommen immer aus dieser Praxis, dass ein Museum der Bilddatensammlung Wikimedia Commons sein Archiv gestiftet hat mit Aufnahmen von Kunstwerken aus der Antike bis hin zu neuzeitlichen Kunstwerken. Ich war später im Verlauf dieses Jahres in diesem Museum und war nicht allein dort, ich war noch mit anderen Autoren dort und wir haben gefragt, dürfen wir hier auch fotografieren? Die Antwort war ja und es war nicht bloß die Antwort ja, es kam gleich dazu noch die Bemerkung, Sie dürfen auch gerne mit Blitzlicht funktionieren. Wenn Sie ein Stativ haben, dürfen Sie auch gerne das Stativ benutzen und Sie dürfen mit den Bildern hinterher, das habe ich nochmal nachgefragt, das wurde nicht ausdrücklich gesagt, Sie dürfen diese Bilder hinterher benutzen, wie Sie das auch immer möchten. Das ist ein wahres Märchen, das ist wirklich so passiert, das war im Walters Art Museum in Baltimore. Also es gibt durchaus auch Beispiele, dass es offenbar funktionieren muss, dass man seine Sachen völlig in die Freiheit entlässt. Und ich glaube, das kam jetzt auch, als Pavel Richter es gesagt hat, vielleicht nicht ganz deutlich rüber. Nehmen wir das praktische Beispiel Wikipedia. Wir haben den Artikel zu den staatlichen Schlössern und Gärten in Sanssouci. Rein theoretisch dürfen wir nach dem Urteil dort keine Bilder benutzen, weil es könnten Leute kommen, die diese Bilder nachnutzen. Das sind nämlich die Bedingungen in der Wikipedia. Das heißt, wir wären von der Bildernutzung ausgeschlossen. Und ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn Angst gemacht wird, jemand könnte ja kommen und könnte kommerziell die Sachen verwenden und könnte die Sachen benutzen und irgendwas daran verdienen. Also mein Argument wäre dann nicht zu sagen, wir machen jetzt alles dicht und sagen, die Leute sollen bezahlen dafür, wenn sie was wollen, sondern dann sage ich doch, dann entziehen wir den Leuten doch einfach den Markt und geben alles frei. Dass alles jeder so auch mal benutzen kann, wie er möchte. Wo ist denn dann noch der Markt, wenn eh alles frei ist? Gut, ich habe hier noch einiges mehr, aber ich will jetzt nicht alles sagen, was ich aufgeschrieben habe. Ich denke, noch Dietmar Preisler und dann zurück hier auf die Bank. Vielen Dank. Ja, Dietmar Preisler aus dem Haus der Geschichte in Bonn. Wir haben jetzt sehr stark uns konzentriert auf die Fotoaufnahmen in Parks. Ich möchte aber auf die anderen Vorträge auch nochmal zurückkommen, die natürlich das, was wir bei uns als Kulturgut haben, viel stärker in den Vordergrund rückten. Nicht Bilder, Millionen, Tausende, die in den Museen da liegen. Und zwar möchte ich jetzt den Blick richten auf Bilder, die eben auch im 20. Jahrhundert gemacht worden sind. Herr Frenz, Sie haben dargestellt, wie man das wunderbar mit Fotos machen kann, an denen sie die Rechte haben, beziehungsweise wo die Schutzrechte abgelaufen sind. Aber die meisten Museen haben ja, oder viele Museen, Bestände aus dem 20. Jahrhundert. Wir haben noch nicht die Frage gestellt, wie gehen wir da mit dem Urheberrecht um? Wollen wir die Bestände des 20. Jahrhunderts nicht auch zeigen? Herr Kirchmeier, auch die bayerischen Museen werden da viele Bestände haben, in den Sammlungen, die Sie angesprochen haben. Das Urheberrecht verbietet es mit dem Hinweis auf die Schutzklausel.
Wie ist denn unsere Haltung, wie ist Ihre Haltung dazu? Müsste man nicht an der Stelle versuchen, das Urheberrecht zu ändern? Müsste man nicht an den 19a herangehen und sagen, dass die Gedächtnisorganisation schlicht und einfach das Recht bekommen, hier Abbildungen über dieses Kulturgut des 20. Jahrhunderts mit hineinzubringen? Ich sehe auch gar keine Chance, das über vertragliche Regelungen zu lösen. Also meine Frage, ich spitze es nochmal zu, wie sehen Sie das Urheberrecht in Bezug auf die Bestände des 20. Jahrhunderts? Wie würden Sie versuchen, diese Bestände in Ihre Bilddatenbank zu bekommen? Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Es ist im Urheberrecht ja so, dass es eine Schrankenregelung gibt, die es Kultureinrichtungen erlauben, das, was sie als Sammlungsgegenstände haben, in Form von Abbildungen, in sogenannten Werkverzeichnissen, also auch in Katalogen zu präsentieren, ohne den Urheber von geschützten Werken da um Genehmigung fragen zu müssen. In bestimmten Rahmenmengen bei Katalogen, also da sind bestimmte Grenzen gesetzt, wo es dann von der VG Bildkunst als kommerziell angesehen wird. Wir als Bildportal zahlreicher Kunstmuseen haben genau diese Problematik zu spüren bekommen. Wir hatten früher eine Freistellungsgenehmigung von der VG Bildkunst bekommen auf unserer Plattform unter bestimmten Voraussetzungen. Also das waren bestimmte Obergrenzen der Bilddateien, die da gegeben waren und dem Hinweis, dass die auf jeden Fall mit sichtbarem digitalen Wasserzeichen geschützt sind, dann auch honorarfrei auf der Plattform zu zeigen. Das hat sich vor einigen Jahren geändert und das ist jetzt dazu gekommen, dass wir haben viele tausend geschützte Kunstwerke, die wir in Abbildungen zeigen, und jedes Jahr melden wir diese Zahl der Kunstwerke, die wir da in Abbildungen zeigen, der VG Bildkunst und bezahlen da etwas dafür. Wobei unsere Nutzer natürlich selbstverständlich auch nochmal zu bezahlen haben. Also wir nur dafür, dass wir dieses Schaufenster der Kultureinrichtungen sind, bezahlen. Und das ist eigentlich im Hinblick darauf, dass das 20. Jahrhundert ja auch in der deutschen digitalen Bibliothek eigentlich nicht völlig ausgeblendet sein darf, kein Zustand, der Zukunft hat. Ne? Also meines Erachtens muss es so sein, dass das, was es in der analogen Welt gab, eine Schrankenregelung für Kultureinrichtungen, es auch in geeigneter Weise durchaus unter Abwägung auch der Interessen der Urheber in der digitalen Welt für die öffentlich-rechtlichen Kultureinrichtungen geben muss. Sonst wird das 20. Jahrhundert da wirklich ausgeblendet sein. Herr Tschikowski ist so oft angesprochen worden. Ich würde auch sofort eine Frage hinterher schieben. Sie haben ganz viel zu sagen, dann haben Sie noch mehr zu sagen und danach dann auch Herr Kirchmeier. Ich habe die Frage, früher war das ja irgendwo noch relativ einfach zu unterscheiden. Es gibt die kommerzielle und die nicht kommerzielle Nutzung von Fotos. Nicht kommerziell, da hat jemand privat ein Foto gemacht. Bei den Unordentlichen landete das im Schuhkarton, bei den Ordentlichen wurde es in ein Album eingeklebt. Aber wie sieht das denn heute aus? Da machen Sie mit Ihrem Handy ein Foto, das wird sofort irgendwo hochgeladen in die Cloud. Da gibt es irgendwelche Nutzungsbedingungen, die keiner derjenigen, der dieses Foto macht, wirklich versteht, aber meistens angeklickt hat. Da kommt es zur automatischen Publikation auf Flickr, auf irgendwelchen anderen Cloud-Diensten. Da wird dann plötzlich eine kommerzielle Nutzung oder zumindest Nutzungsbedingungen eingewilligt, ohne dass der Fotograf das wirklich erfasst hat, dass er das tut. Und dann landet dieses Foto plötzlich in einer kommerziellen Publikation. Dann gehen Sie gegen diese kommerzielle Publikation vor und dann geht die kommerzielle Publikation, guckt, wo hat sie das Recht her, und irgendwann landet es wieder bei diesem arglosen Fotografen, der dieses Bild geknipst hat. Funktioniert diese Abgrenzung zwischen kommerziell und nicht kommerziell überhaupt noch? Also ich glaube,
nicht, dass das, was Sie gerade geschildert haben, zwingend diese Abgrenzung betrifft. Es ist aber ein meines Erachtens noch wichtigeres Problem, was Sie ansprechen. Und daran wird in der Tat deutlich, und dann kann ich auch noch mal ganz kurz auf den Kollegen hinten im Raum zurückkommen, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen Sacheigentum und geistigem Eigentum. Geistiges Eigentum ist ein Monopolrecht, ein Schutzrecht, was gegen alle wirkt. Und da ist das kein Problem, Ihr Beispiel. Bei Sacheigentum ist es sehr wohl ein Problem. Und deswegen funktioniert das Prinzip da auch nicht mehr. Ihr Beispiel zu Ende gedacht würde bedeuten, nein, gegen den kann man nichts tun. Denn die erste Aufnahme war rechtmäßig, die private. Gegebenenfalls muss dann irgendwann in der Kette irgendjemand vertragliche Verantwortung übernehmen. Und dann kann man, wenn es dann so ist, dass es eine kommerzielle Nutzung ist, kann man gegen den wieder vorgehen. Aber derjenige, der vorne steht, der ist sicherlich nicht im Fokus. Es gibt deswegen auch nicht, weil der Kollege hinten dieses Kölner Urteil erwähnt hat, ich hätte noch ganz viel reinpacken können, ich habe mich bewusst versucht, halbwegs kurz zu halten, das war auch eh schon zu lang. Das Kölner Urteil sagt zu Recht, dass es kein Recht am Bild der eigenen Sache gibt. Ja, das ist ja auch das, was ich sage. Es gibt keinen Eingriff in das Eigentum durch das bloße Fotografieren. Die kommerzielle Verwertung macht das Ganze zu einem Eigentumsthema. Das hat Köln nicht zum Thema gehabt. Das Kölner Urteil, da ging es nur um diese Abbildung. Und im Übrigen ist da auch noch der Unterschied gewesen, dass es eben eine öffentliche Straße war, von der aus fotografiert wurde. Aber das können wir vielleicht noch mal in der Pause diskutieren. Jedenfalls gebe ich Ihnen recht, was Köln angeht. Köln hat klar gesagt, es gibt kein Recht am Bild der eigenen Sache. Und das ist auch richtig so. Und deswegen kommt es zu dem Problem, was Sie geschildert haben. Und deswegen meine ich ja auch, wir müssen ich finde diese Diskussion über Knipsgebühr hier und Knipsgebühr da völlig unnötig aus meiner Sicht, sondern viel wichtiger wäre diese größere Diskussion wollen wir ein Recht auf Zugang zu fremdem Eigentum haben? Das müssen wir diskutieren. Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen wollen wir das haben? Wollen wir das im öffentlichen Bereich haben? Und welche Formen soll das dann haben? Müssen wir dann möglicherweise genau um das, was Sie gerade beschrieben haben, regeln zu können, müssen wir dann irgendwann sagen, immer wenn jemand privat fotografiert hat, ist völlig egal, was hinterher passierte. All das ist ungeklärt, gebe ich Ihnen völlig recht. Also ich würde so eine Diskussion würde ich gerne führen, verwehre mich natürlich auch nicht der anderen. Also insofern gebe ich Ihnen recht, dass das ein ungelöstes Problem ist. Ich sehe es nur nicht so sehr bei kommerziell, nicht kommerziell. Aber ich habe jetzt wirklich so viel geredet, ich sollte mal lieber die Kollegen noch mal zu Wort. Ich würde nur ganz kurz ergänzen, das, was Herr Frenz schon gesagt hat, bei den Werken der bildenden Kunst, die Urheberrechtsschutz genießen, ist es ja so, wenn man sie vom Künstler erwirbt man im Grunde genommen keine urheberrechtlichen Befugnisse damit. Eines ist ausgenommen, das ist das Ausstellungsrecht. Man hat dann das Recht, es auszustellen, öffentlich auszustellen. Das ist ein Recht, das mit einmal Ausstellen erlischt, ist eigentlich auch nicht viel wert. Es gibt auch dafür nichts zu erzielen. Ansonsten erwirbt ein Museum ja, außer es macht sich darüber Gedanken und verhandelt entsprechend, vom Künstler keine urheberrechtlichen Befugnisse. Das führt uns dann in der praktischen Umsetzung wieder zur VG Bildkunst und die sagt uns dann, was es kostet, wenn. Das ist mal das eine. Das andere hat Herr Frenz angesprochen, möchte ich nicht wiederholen. Zugunsten gemeinnütziger Überlegungen gibt es dann Schrankenregelungen, die den Urheber wieder in seinen Befugnissen beschränken. Da gibt es diese landläufig sogenannte Katalogbildfreiheit, die wurde reformiert und hat auch die Verwertung im Netz jetzt mit berücksichtigt, aber wir haben Herrn Frenz ja gehört, mit welchen Schwierigkeiten das dann tatsächlich in der praktischen Anwendung verbunden ist. Ich möchte noch mal einen Gedanken mit in die Runde geben, der mir wichtig ist, weil wir über die moderne Kunst, die urheberrechtsgeschützte Kunst noch sprechen. Wir müssen dabei wirklich vor Augen haben, dass wir dabei auch über andere Eigentümer sprechen als den öffentlichen Eigentümer, weil in dem Bereich sehr viel, was Sie in Museen sehen können, nicht im öffentlichen Eigentum steht, sondern im Privateigentum ist und dem Museum und dem öffentlichen Träger nur leihweise zur Verfügung gestellt worden ist. Und an der Stelle gibt es eine weitere Schranke für die Museen,
die damit versuchen müssen, umgehen zu können. Eine Ergänzung, die Katalogbildfreiheit gilt gerade nicht für die Bestandsverzeichnisse im Internet. Die ist ganz bewusst ausgeschlossen worden. Das heißt, man kann die Bestandsverzeichnisse, die Kataloge im Internet nicht öffentlich zugänglich machen, sondern dafür braucht man ja die notwendige Gebühr. Es geht um die Werbung für die Ausstellung. Ich glaube, dass es sich Kultureinrichtungen jeglicher Couleur sehr einfach machen können. Die ganzen Modelle, die sie entwerfen, um ein Maximum an Profit aus ihrem Kulturgut zu erzielen, indem sie darauf einfach verzichten. Und tatsächlich den Gedanken, den Sie aufgegriffen hatten, wollen wir ein Recht auf den kulturellen Zugang oder sollen Eigentumsrechte dem tatsächlich entgegenstehen, zumal wenn sie von der öffentlichen Hand gehalten werden, ist umgekehrt formuliert, dass man sich dann entscheidet, einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zu haben. Und was, glaube ich, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihrem Bildarchiv auch nicht geschafft hat, ist ein Zugang für Privatpersonen. Jetzt ist ein sehr guter digitaler Zugang für kommerzielle Nutzer geschaffen, aber als Privatperson habe ich mal probiert, ein Bild zu bekommen. Das hat sich als fast unmöglich erwiesen über die Internetseite, die angeboten wird. Sodass wir die Privatnutzer durch die Kommerzialisierung mitunter aus dem Fokus verlieren. Ich will Sie gar nicht irgendwie angreifen. Ich finde, dass Sie ein sehr gutes Projekt da haben und das sehr gut machen. Aber dass diese Seite zu kurz kommt eventuell, wenn man sich auf diese Kommerzialisierungstendenzen konzentriert. Die andere Frage ist die, wie man die eigene Haltung, und das hatte ich ja versucht deutlich zu machen, wie man die eigene Haltung einnimmt gegenüber dem urheberrechtlich geschützten, was man selbst produziert und ob man dazu nicht verpflichtet ist, das möglichst weit in die Welt rauszubringen. Und hat mit der Knipsgebühr nichts zu tun, wie man da das Eigentum auswertet. Es macht ja auch Arbeit einfach, wenn man Bildvorlagen raussuchen muss oder ein Fotografenteam betreuen muss in kulturellen Erbe. Diese Arbeit kann man sich natürlich vergüten lassen, ohne einen moralisch schwierigen Hintergrund. Vielleicht dazu gleich, ich fand den Ansatz, den Sie hatten, dass Sie sagen, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter, was die geschaffen haben, ist eigentlich nie einzusehen, dass die nochmal ein Urheberrecht haben oder beziehungsweise den kommerziellen Teil, sage ich mal. Ich finde, das kann man sehr gut vertreten. Das ist ein Standpunkt in dieser Diskussion, die wir ja seit einigen Jahren spüren. Was mich nur so stört, ist, wenn man das, wenn wir gleich rangehen würden, so irgendwas gesetzlich zu regeln. Ich bin dagegen, dass wir dieses aus meiner Sicht durchaus austarierte System durch zwingende gesetzliche Eingriffe verändern. Es gibt ja Möglichkeiten, das jetzt schon umzusetzen. Das Creative Commons zum Beispiel bietet wunderbare Möglichkeiten für die, die es wollen, die Möglichkeiten, die zum Beispiel Wikipedia ja nutzt, also die Inhalte freizugeben, in Anführungsstrichen. Das heißt, es spreche überhaupt nichts dagegen, dass die Kulturinstitutionen, die es für sich für den richtigen Weg halten, diesen Weg wählen und damit im Grunde genommen auch mit ihren Mitarbeitern eine Vereinbarung treffen, dass das dann so passiert. Und andere, die einen anderen Weg gehen, sagen, nein, wir wollen es lieber so machen. Das ist das Schöne einer vertragsrechtlichen Lösung, die muss man niemandem aufzwingen, sondern da kann jeder entscheiden, wie er es macht. Vollkommen richtig, nur ein Widerspruch noch ganz kurz. Das austarierte System besteht nicht mehr. Ich glaube, die Schieflage nehmen wir tagtäglich wahr, dass genau dieses austarierte System in gesellschaftlichen Systemen, in denen Vervielfältigungen keine technischen Schwierigkeiten mehr darstellen, so nicht mehr funktioniert. Und deswegen Anlass, darüber nachzudenken, wie man es denn dann gestalten könnte. Ich merke irgendwie, die Diskussion wird immer spannender. Wir sind eine Viertelstunde über der Zeit und das Ganze geht zu Lasten der Kaffeepause. Ich weiß aber, dass es viele Koffeinabhängige unter den Besuchern hier gibt.
Es bleibt mir deshalb nichts anderes übrig, als sozusagen zwischen der Position, die Diskussion weiterzuführen und der Position, jetzt die Kaffeepause zu beginnen, einfach eine Synthese zu versuchen und Sie alle zu bitten, diese Diskussion in der Kaffeepause weiterzuführen. Vielen Dank.